Bei Livo ist die Verwendung von Lacken auf Wasserbasis sehr wichtig geworden. Immerhin produziert Livo etwa 13.000 Türen pro Jahr. All unsere Türen, die wir bei Livo produzieren und die lackiert werden sollen, erhalten zunächst eine Grundierung. Das geschieht immer in der Lackierstraße. Wir werden also zweimal grundieren. Natürlich auf beiden Seiten der Tür. Das ist immer eine weiße Grundierung und dann folgt die Endlackierung. Bei allen Weißtönen wird das in der Lackierstraße gemacht. Alles, was eine spezielle Farbe ist, wie Schwarz, Grau, Grün oder Rot, wird von Hand lackiert. Da wir unsere Türen inline auf der Lackierstraße lackieren und auch trocknen, beträgt die Trocknungszeit derzeit nur etwa 20 Minuten. Das bedeutet, dass unsere Türen nicht nur trocken sind, wenn sie die Lackierstraße verlassen, sondern auch hart, was eine wichtige Eigenschaft ist. Wenn wir diese Inline-Trocknung in der Lackiererei nicht durchführen könnten, würden wir viele Stunden brauchen, um eine Tür zu trocknen. Lacke auf Wasserbasis haben auch Vorteile für die Mitarbeiter, die mit ihnen arbeiten. Sie sind viel umweltfreundlicher und zum Beispiel die Reinigung unserer Anlagen jetzt auch viel angenehmer, weil es keine Lösungsmittel gibt. Für uns ging die Umstellung auf Wasserlacke Hand in Hand mit Installation der Lackieranlage. Unser gesamtes System ist also für Wasserlacke eingerichtet. Das hat uns eine Menge Vorteile gebracht, aber auch mit Blick auf die langfristige Perspektive hielten wir es für wichtig, auf Wasserlacke umzustellen. Es ist ein Gesamtbild, das stimmen muss. Livo hat die Lacklinie auf Wasserbasis im Jahr 2007 eingeführt. Ich weiß nicht, wie viele Unternehmen seither unserem Beispiel gefolgt sind, aber ich kann sagen, dass wir sehr zufrieden sind und es jedem empfehlen können, sowohl aus ökologischer als auch aus ökonomischer Hinsicht.